Hallo zusammen. Keine Bange, das Interview beginnt gleich. Vorab nur eine Sache. Mir ist aufgefallen, dass die allermeisten Zuschauer noch keine Abonnenten des Kanals sind. Darum eine Bitte. Abonniert Hüslop Uncut, aktiviert die kleine Glocke und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kostet euch alles nix, hilft dem Kanal aber ungemein. Ich sag schon mal vielen lieben Dank im Voraus und jetzt geht's mit der Folge weiter. Viel Spaß beim Anschauen. Hüslop Uncut. Schönen guten Tag. Das Wörtchen Woke begegnet uns seit geraumer Zeit immer öfter. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Sprüchlein Get Woke, Go Broke, was übersetzt so viel heißt wie Werde Woke, Gehe Pleite. Doch was ist Woke bzw. Wokeness überhaupt? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Höres. Schönen guten Tag. Herr Professor Höres, Woke, wer jetzt so noch ein bisschen sich an den Englischunterricht zurückerinnert, der hat vielleicht im Kopf, das hat irgendwas mit wach oder Wachsein zu tun. Vielleicht mal zum Einstieg die Frage, worum geht's bei Woke überhaupt? Also der Begriff heißt ja oder kann übersetzt werden ab Spielart von Woken eben als also erwacht oder wach und gibt's also seit den 1930er Jahren. Wo er schon von der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung verwendet wurde. Und er hat eben sein fulminantes Comeback oder überhaupt sein Zenit jetzt erreicht im Zuge der Black Lives Matters Bewegung, wird aber also keineswegs nur in diesem Kontext verwendet, sondern insgesamt eben sowohl als Selbstbezeichnung, eine aggressive Spielart des Wortes achtsam, würde ich im Deutschen sagen, als auch als Fremdzuschreibung. Also Woke, wie man das dann eindeutscht, Personen, das passt dann auch in dieser Zusammensetzung, sind eben solche Leute, die besonders aufmerksam, sensibel sind für Diskriminierung, ja, und für Rassismus und Sexismus und die also darauf stark anspringen und reagieren. Also das erstmal vielleicht versuchsweise neutral beschrieben. Das klingt ja jetzt zunächst mal ziemlich positiv, weil gegen Diskriminierung zu sein, ist ja erstmal eine sehr, sehr gute Sache. Was wollen denn sogenannte Woke erreichen? Gibt es da ein Ziel zum Beispiel? Genau, also zunächst mal auch hier könnte man versuchen, sachlich das zu beschreiben, dass eben insbesondere Sprache und Sprachregelung, die als verletzend oder vermeintlich verletzend empfunden wird, also geahndet und geächtet wird und Diskriminierung abgebaut wird. Ja. Das Ganze hat natürlich auch verschiedene Kehrseiten. Und damit kommen wir mal zur Kritik des ganzen Phänomens. Also das Erste ist ziemlich offenkundig. Diejenigen, die sich als Woke bezeichnen, das ist ja sozusagen eine Selbstauszeichnung, Selbstprivilegierung. Die sozusagen sagen damit, dass sie eben moralisch auf einer fortgeschrittenen Stufe schon stehen. Und nehmen in Anspruch eine Sprecherrolle für vermeintlich oder tatsächlich diskriminierte Gruppen. Ja? Also sie nehmen in Anspruch, bisweilen kommen die Woken eben gar nicht aus dieser Gruppe selbst, sondern sprechen nur für diese, was eben dann auch wiederum eine Art Akt des Kolonialismus oder der Anmaßung ist. Ne? Da hätte ich jetzt direkt nämlich nachgefragt an der Stelle, wenn ich mich quasi zum Sprecher für eine Gruppe erhebe, hat denn dann die Gruppe da überhaupt Mitspracherecht? Ja, ich meine, das ist ein Aushandlungsprozess, ne? Aber in vielen Fällen können wir eben beobachten, dass sozusagen, also ja, wenn jetzt ein Konzert abgebrochen wird in Zürich, weil jemand aus der Band eine Rasterfrisur hat, ja, aber gar keine Rastafari oder Leute aus Jamaika dabei sind oder dabei waren, dann ist das natürlich eine Rolle, die man sich anmaßt und die möglicherweise auch gegen die Interessen der jeweiligen Gruppe
sich richten können, weil die damit ja einen Sonderstatus kriegen und weil Prozesse wie kulturelle Austauschprozesse damit ja abgebrochen werden. Ja? Mhm. Also und insofern passiert das tatsächlich, dass also hier das eine Anmaßung ist, die auch möglicherweise gegen die Interessen der betreffenden Gruppe gerichtet ist, die zum Beispiel ja ein Interesse haben könnten an einer Normalisierung oder Gleichbehandlung einfach. Ne? Mhm. Und hier wird ja eine Sonderbehandlung sozusagen eingefordert. Ne? Und dann ist es natürlich auch so, dass diese woken Leute sich natürlich immer nur für ganz spezielle Gruppen einsetzen, die in ihrer Minderheitenrolle damit auch fixiert werden. Ne? Also sind natürlich vor allem also Schwarze, Afroamerikaner oder Afroeuropäer oder Deutsche oder wie auch immer, sexuelle Minderheiten, worunter dann eben diese LGBTQ-Bewegung gefasst wird. Und andere Gruppen, die gerade diskriminiert werden, werden ausgeblendet und damit natürlich auch sozusagen die soziale Realität verzerrt. Also ich mache mal zwei Beispiele. Jeder, der in den letzten zwei Dekaden, in den letzten 20 Jahren meiner universitären Berufungskommission saß, weiß, dass permanent, dauerhaft und eklatant Männer diskriminiert werden. Nicht davor, ne? Nicht in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, sondern in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Das kann man auch statistisch nachweisen, indem man zum Beispiel die Korrelation zwischen Bewerbungen nach Geschlecht aufdröselt und diejenigen, die eingestellt werden. Ne? Uni Tübingen zuletzt 17 Einstellungen von Professuren, 15 waren Frauen, ne? Während die Bewerberzahlen noch mit dem Übergewicht von Männern waren. Ja, und jeder, der, wie gesagt, schon mal dabei war, wird das wissen, die Rede, wir brauchen eine Frau, wir müssen die Zahlen entsprechend verändern. Und es gibt reine Frauenprofessuren, also die nur dann besetzt werden, wenn es Frauen sind. Das ist also eklatant gegen das Grundgesetz, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt das. Aber der Mechanismus ist folgende: Bund oder Länder oder EU schreiben Frauenprofessuren aus, die nur für Frauen, dann fließt nur das Geld, wenn eben Frauen besetzt werden. Sonst fließt einfach das Geld nicht. Ne? Die Stellen werden zwar an alle adressiert, aber die Männer werden sozusagen hintergangen, weil sie können gar nicht eingestellt werden, weil dann das Geld nicht fließt. So, das wäre ein erster Punkt, kommt natürlich überhaupt nicht bei Woken in Betracht, diese Form der massiven Diskriminierung, die also lagerübergreifend moniert wird, aber eben nicht sozusagen medial vermittelt wird und schon gar nicht von Woken. Das zweite ist jetzt mal ein aktuelles Beispiel. In Ludwigshafen wurden zwei Männer ermordet in diesem Oktober, also letzten Oktober 2022, von einem Somalier. Und der hat sich selbst eingelassen damit, dass er die Opfer ausgewählt hat, danach, dass er aus Eifersucht bewusst deutsche Männer wahllos auf der Straße ausgewählt hat und umgebracht hat mit dem Messer, auch verstümmelt hat noch zuvor. Und das würde man ja nach landläufigen Maßstäben also als eklatanten Mord aus Rassismus, aus rassistischen Gründen definieren. Es wird aber überhaupt nicht so wahrgenommen oder gar politisch so verarbeitet. Ja? Also die Bundesinnenministerin Faeser hat sich trotz Nachfrage in der Bundespressekonferenz geweigert, oder die Sprecherin, darauf einzugehen. Ne? Es gibt keinen Aufschrei, keine Kampagnen, keine Programme, keine Würdigung, nichts. Ne? Das Einzige ist die Warnung irgendwie, es könnte irgendwie Rassismus Vorschub leisten, wenn man das überhaupt thematisiert. Also das Opfer wird sogar noch verschwiegen und sozusagen man versucht eine Dethematisierung. Ja? Und hier kümmert sich natürlich auch kein Woker drum, weil das einfach das falsche Opfer ist. Das passt nicht in die Maßstäbe. Oder das sind die falschen Opfer. Und das können wir bei vielen anderen dieser Messermorde. In Würzburg hatten wir drei Frauen, die umgebracht wurden von einem somalischen Asylbewerber, nachvollziehen. Also es ist eine Hierarchie der Opfer. Bei den Woken ist Leben ist nicht gleich Leben, sondern es zählt eben diese Hierarchie. Also das, was wir im Grundgesetz eigentlich fixiert haben, Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf benachteiligt werden wegen Abstammung, Rasse, Heimat, Herkunft und so weiter, wird einfach umgedreht. Ja, und das ist schon eine sehr gravierende Entwicklung, weil eben die Grundsätze des liberalen Rechtsstaates
von der Woken-Bewegung bewusst und gezielt über Bord geworfen werden. Ne? Es gibt also, wenn ich mal kurz nachfassen darf, gibt also in Anführungszeichen richtige und falsche Täter-Opfer-Kombinationen in dem Fall. Genau, genau. Also das finden Sie durchgängig in der Repräsentation. Ne? Es gibt die guten Opfer sozusagen, ne? Und das ist im Zeichen der sogenannten Intersektionalität, also sogenannte Mehrfachdiskriminierte. Darunter versteht man eben Diskriminierungsmerkmale, die akkumuliert werden, wie zum Beispiel schwarz, Frau, lesbisch, behindert. Das wäre sozusagen schon die Spitze. Ne? Die zählen eben anders als diese weißen Männer, die umgebracht werden, die ich eben erwähnt habe. Ne? Und das können Sie auch wirklich empirisch natürlich nachvollziehen in der Reaktion seitens Medien oder Politik. Ne? Und es war jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein anderes Beispiel. Keiner weiß, Sie können das aber sofort auch im Netz finden, in der polizeilichen Kriminalstatistik, dass seit 10 Jahren es mehr Opfer linksextremer Gewalt gibt als rechtsextremer Gewalt. Kein Mensch glaubt mir das, weil ich das erwähne. Es ist aber in der polizeilichen Kriminalstatistik genauso aufgeführt seit 10 Jahren, ne? Und auch vergleichend. Das heißt nicht, dass ich damit verharmlosen will, rechtsextreme Gewalt, sondern ich würde ja gerade sagen, aus einer liberalen Sicht ist beides eben genauso schlimm, nur komischerweise wird beides unterschiedlich geframed und repräsentiert, ne? Wie wird das eigentlich vor sich selbst, wenn ich jetzt mal so Woker bin, ich versuche mich jetzt da mal reinzuversetzen, wie rede ich mir das eigentlich selber schön, dass ich Menschenleben unterschiedlich gewichte, je nachdem, wo die gerade in diesem, Sie haben gesagt, intersektionalen Opfergebilde quasi verordnet sind? Genau, eine sehr gute Frage. Also ich als Wissenschaftler, ich bin ja Historiker, ich versuche natürlich hermeneutisch auch erstmal Leute zu verstehen, ne? Oder auch politische Positionen. Und insofern muss man sich die Frage in jedem Fall stellen. Also es ist, mein Eindruck ist so folgender, dass man eben von einem strukturellen Rassismus ausgeht, der sozusagen, also historisch sozusagen dem Abendland oder dem Westen, wie man möchte, Europa eingeschrieben ist und der immer auf einer Asymmetrie basiert zwischen weißen Europäern und anderen, ne? Oder weißen heteronormativen Männern, müsste man sagen, aus Europa und anderen Gruppen. Das ist ein Axiom, was natürlich sozusagen ganz, ganz komplex und schwierig ist, historisch so zu verifizieren und auch halt einfach nicht stimmt. Können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber jedenfalls davon ausgehend, sagt man eben, es kann nur eine Opfergruppe geben. Und das ist eine Art Paternalismus natürlich wieder, ne? Es ist ein Kolonialismus, Neokolonialismus, der mit umgekehrtem Vorzeichen agiert, ne? Wenn man früher eben ausging, dass der Europäer immer überlegen ist, kulturell und in seinen Leistungen, geht man heute genau vom Umgekehrten aus. Das dreht man einfach um. Der Europäer, der Weiße, der Mann ist immer defizitär, ist immer rassistisch, ist immer so, kann ich aus seiner Haut raus, im wahrsten Sinne des Wortes aus seiner Haut, nämlich aus der weißen Haut. Und insofern identifiziert man sich immer mit den vermeintlichen Opfern. Ja? Also wie gesagt, meines Erachtens ist das wieder kolonialistisch oder rassistisch auch, weil man eben zum Beispiel Schwarze oder andere vermeintliche Minderheiten immer festschreibt in einer Opferrolle. Und es gibt da auch schon Bewegungen. Es gibt ein schönes Video, kann man im Netz sehen, von einer Latina oder Hispanic, in Studentin der MINT-Fächer in den USA, die sich beklagt, dass sie nur als Opfer wahrgenommen wird und gar nicht aufgrund ihrer Leistungen, ja, oder ihrer sonstigen Charaktereigenschaften, ne? Und insofern ist das eine Umdrehung, aber im Endeffekt ein rassistisches Weltbild und diese äußerlichen Merkmale, die wir doch eigentlich als zentrale Kriterien überwunden zu haben glaubten. Und ich denke, da waren wir auch sehr, sehr weit gekommen. Also biologische Merkmale, Hautfarbe, ne? Und so weiter. Die werden wieder zentral, ne? Und zum Gefängnis. Und zum Gefängnis für alle wieder, ne? Und man gruppiert wieder wie im Rassismus, ne? Also die Leute ein nach diesen äußeren Merkmalen und nimmt sie nicht als Person unbefangen mehr wahr. Weil man muss in dieser woken Sicht, also zum Beispiel Schwarze oder Schwule oder was auch immer, in ihrem Status erkennen, ne? Und sozusagen als vulnerable Gruppe behandeln, was in meiner Sicht übergriffig und anmaßend ist für beide Seiten. Ne? Also beide Seiten sozusagen sind aus meiner Sicht also die Familierer. Und ich hätte nicht gedacht, dass man sozusagen in den letzten 2-3 Jahren, dass das wieder so massiv kommt,
dass man nicht einfach die Person, das Individuum wahrnimmt und mit ihm agiert, sondern sozusagen diese Gruppenzugehörigkeit wieder so festschreibt. Ja, das ist für mich wirklich auch sehr überraschend gekommen. Über die Kritik, die es garantiert ja auch geben muss aus den angeblichen Opfern, die da vertreten oder für die man sich anmaßt, die Vertretung zu übernehmen. Vielleicht sollte man es so rum sagen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn wir schon so einen riesigen Schritt zurück machen gesellschaftlich, wenn plötzlich nicht mehr zählt, wer bin ich, was habe ich auf dem Kasten, sondern woher komme ich, welche Hautfarbe habe ich, welche Religion habe ich, welches Geschlecht habe ich, welche Sexorientierung habe ich, muss ich erstmal fragen, wie konnte das überhaupt so weit kommen, ohne dass da irgendjemand mal quasi in den Arm gefallen ist, hat gesagt, hier läuft was gesellschaftlich irrsinnig falsch. Ich denke, also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade mit Kollegen aus der Naturwissenschaft, die finden das so absurd und abwegig, dass sie das als Spleen von einigen eben woken Humanities, also Geisteswissenschaftlern, ne, empfunden haben und sich eigentlich darum nicht gekümmert haben. Ja? Ähnlich bei sozusagen, ja, also wenn man das jetzt mal politisch sieht, auch da, ne? Jesus, also das ist einfach Irrsinn, ne? Und das machen einige Spinner. Und wenn man das nicht erkennt als Kulturkampf, ne, der wirklich oktroyiert wird, dann gibt es halt erstmal auch wenig Gegenwehr, ne? Also sagen wir mal, bis das dann übermächtig geworden ist, ne, die Sprachregelungen über die sozialen Medien eben ganz stark auch skandalisiert werden und damit durchgesetzt werden. Und dann ist es fast so ein bisschen zu spät, ne? Also es gibt natürlich jetzt verschiedene Gegenwehr. Also wir haben in Deutschland ja dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit hier aufgelegt, wo ich eben im Vorstand bin und das mitgegründet habe, was sozusagen diese Woke-Bewegung auch in der Wissenschaft und den Universitäten zurückdrängen möchte. Es gibt andere Aktivitäten, viel stärker schon in Amerika und Großbritannien. Aber da ist natürlich auch sozusagen diese Bewegung noch viel stärker, ne? Also es ist je nach Alltagszusammenhang natürlich auch so, dass nicht jeder das so stark mitbekommt oder erfährt. Ne? Aber ich finde, es hat schon eine gewisse Dominanz, eben gerade in den sozialen Medien, ne? Aber auch schon in sozusagen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ja, in weiteren auch Printmedien, ne, gefunden. Schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz ein Stück zurück. Sie haben gesagt, in den 30ern fängt das quasi alles an, in den USA. Muss ja dann irgendwann irgendwie mal über den großen Teich hier rübergekommen sein. Frage ist, wie ist es hier rübergekommen und ist das jetzt so eine Geschichte, dieses Woke-Sein, sage ich mal, was eher eine elitäre Geschichte ist oder ist das was, was die breite Gesellschaft quasi für sich entdeckt hat? Ja, also in den USA war ja auch dieser Begriff Woke, also tatsächlich, als es tatsächlich noch harte rassistische Repressionen gab gegen die Black Community, ne, als die Civil Rights Act noch nicht in den 60er Jahren, 64 durchgesetzt war, da gab es ja wirklich auch, also staatlicherseits, aber auch eben von Kommunen, von Unternehmen, von allen möglichen in Südstaaten, also harte Diskriminierung, war Woke auch so eine Art Warnruf, ne? Also Stay Woke sozusagen auch vor rassistischer Polizeigewalt und Ähnlichem, hatte da also durchaus auch seine Berechtigung. Ne? Jetzt ist es eben so, dass wir natürlich medial eng mit den USA verknüpft sind. Ne? Und also nach der Tötung von dem Floyd, ne, und sozusagen wurde das hier quasi nachgespielt auch. Ne? Also das Irre ist ja, wir haben ja ganz andere Voraussetzungen. Ne? Also wir hatten ja Sklaverei hier und nicht diese Rassendiskriminierung der Schwarzen, allein schon aufgrund der Tatsache, dass es hier eben kaum Schwarze gab in der deutschen Geschichte jetzt zum Beispiel. Ne? Und das wird jetzt aber nachgeahmt in einer Art Mimikrie, ne? Wird hier sozusagen gleichgesetzt mit amerikanischen Verhältnissen. Und es gibt dann eben über entsprechende Diskriminierungsbeauftragte, das sind ja auch Gründe, eben ein Apparat, der immer stärker wird. Denken Sie daran, wie viele Beauftragte die Bundesregierung eingerichtet hat für Diskriminierung, für Rassismus, das ist alles Integration. Die machen eigentlich alle Ähnliches, ja, bespielen ähnliche Themen, sind aber alle Steuermittel finanziert mit dem eigenen Stab. Und das setzt sich auf Landeskommunalebene fort, geht in Unternehmen rein. Und diese Diskriminierungsbeauftragten sozusagen sorgen eben dafür, dass das auch, die müssen ja was machen am Tag, dass das auch verankert wird eben, ne, in der Gesellschaft. Und das ist der Prozess, den wir im Moment
dann denke ich jetzt gerade beobachten müssen. Ne? Jetzt ist es ja aber so, dass das Leid, das die Sklaverei über die schwarzen Menschen in den USA gebracht hat, der Rassismus, der jahrhundertelang dort drüben vorherrschend war, bis heute teilweise im Süden immer noch sehr, sehr stark ist. Und diese Polizeigewalt, das sind ja drei große Themenkomplexe, die lassen sich doch nicht eins zu eins einfach so auf Deutschland übertragen, oder? Nee, aber es wird wirklich so nachgespielt. Ne? Also das ist eine fundamental andere historische Voraussetzung, aber es wird hier übertragen und dadurch werden meines Erachtens auch erst überhaupt Leute aus der Community, also Deutsche sozusagen, also schwarze Deutsche überhaupt erst mal richtig markiert. Ja? Also sozusagen, was wir, ich meine, ich will ja nicht abstreiten, dass es durchaus auch noch rassistische Vorurteile und auch sozusagen Sprachhandlungen gibt, aber die drängen, haben wir doch ziemlich stark jetzt zurückgedrängt, ja. Und das ist sozusagen, wird dadurch, wenn diese Gruppe überhaupt erst neu so separiert und markiert, ne? Das ist das Irre. Das ist ein paradoxer Prozess. Kann man schon bei Tocqueville lesen, ne? Über die Demokratie in Amerika, dass je stärker eine Diskriminierung, er formuliert das anders, aber je stärker eine Formulierung abgebaut wird, desto weniger wird die restlich noch vorhandene Diskriminierung empfunden, ne? Das können wir, und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es schlägt dialektisch sogar um, ne? Also in eine Diskriminierung eben, die man gar nicht als solche mehr wahrnimmt, ne? Eben von anderen Gruppen, indem eben immer weiße Männer per se schon per Existenz irgendwie rassistische Gewalt ausüben sollen. Und ja, also es ist irres Denken, aber es ist auch natürlich nicht überall genauso stark, ne? Muss man auch sagen, aber gerade bei diesen Diskriminierungsbeauftragten, ne, die schaffen diese Diskriminierung sehr stark. Und gerade in manchen universitären Ecken und Bereichen, ja, ist das, wird das eben gepflegt, ne, muss man sagen. Und es findet, denken Sie mal an die Politik, der thüringische Justizminister musste zurücktreten in den letzten Wochen, nur weil eine andere Ministerin zurückgetreten ist. Also er hatte gar nichts damit zu tun, aber weil die Quote sozusagen dadurch dann nicht mehr erfüllt war, musste er ohne irgendeinen Anlass zurücktreten. Ne? Und das, ich weiß nicht, wie man das noch mit also Maßstäben einer liberalen Gesellschaft vereinbaren möchte. Ne? Das ist ja Groupthink, wie man das nennt. Ne? Das ist Gruppendenken und eben ist selbst sehr rassistisch. Ne? Nochmal ganz kurz die Frage: Ist das jetzt so eine Geschichte, dieses Woke-Sein, die mehr, ich sag mal, die Elite betrifft, die gerne an Universitäten stattfindet, im gebildeten Sektor, oder ist das was, was wirklich den Otto-Normalbürger im tagtäglichen Leben beschäftigt? Also ist wie das Gendern etwas, was von der Elite zunächst gepflegt wird und ausgeübt wird und dann in einem Top-Down-Prozess nach unten diffundiert. Ne? Da kann man bei dem Gendern kann man es ja sehr gut nachvollziehen. Das war wirklich erst eine sehr kleine Gruppe von in den Gender Studies und so weiter, die das begonnen haben. Und es war sehr beschränkt, aber nach und nach sozusagen mit moralischem Druck das eben verbreitet bis hin zu Großunternehmen wie Audi, ne, oder Behörden und so weiter, ne, wo das sozusagen dann vorgeschrieben wird. Und das erfasst dann letztlich schon die gesamte Bevölkerung, wenn es dann eben auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Normen auf einmal wird, ne, oder zur Regel zumindest. Und insofern verbreitet sich das schon auch in die Fläche, ne, würde ich schon sagen. Unterschiedlich stark natürlich, ne? Je nach Bereich, aber ich denke, man kriegt das schon deutlich mit. Ne? Es wird also nicht in jedem Ort, in jedem Dorf sozusagen dann exekutiert, aber es hat schon eine Breitenwirkung. Ja. Sie haben eben das Wort Kulturkampf benutzt. Ist denn das Ihrer Meinung nach ein Kulturkampf, der jetzt hier tobt? Also in jedem Fall, ne? Also der Es wird ja mit Methoden des Canceling, Cancel Culture gearbeitet. Das heißt, es werden wirklich Kampfmittel, also die sehr, sehr drastisch zum Teil sind, benutzt, ja. Nämlich indem eben Leute markiert werden, ne? Also ubiquitär als eben Rassist, Nazi, Rechtsextrem. Das ist ja, kann man ja auch in Social Media verfolgen, die eigentlich nur liberale Standpunkte vertreten, ne? Und der Ziel ist eben nicht nur Meinungen zu unterbinden, die auch also nicht strafbar oder so sind, ja, sondern eben auch die Sprecher zu verfolgen und ihrer letztlich sozial-beruflichen Existenz
zu berauben. Ne? Da gibt es ja wirklich diese Versuche, die auch tatsächlich in den USA zum Beispiel schon viel, viel weiter fortgeschritten ist, ne? Wo schon hunderte Dozenten entlassen wurden, weil sie einmal ein falsches Wort gesagt haben, sich versprochen haben oder nicht die Sprachregel beachtet haben. Aber diese Mechanismen, wir dokumentieren die für die Universitäten in unserem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch auf einer eigenen Dokumentationsseite. Vieles ist gar nicht sagbar oder nachvollziehbar, weil die Leute, die Opfer von dieser Cancel Culture wurden, werden selbst bitten, dass wir die Fälle nicht öffentlich machen, um sozusagen das nicht zu reifizieren noch, ne, oder zu verstärken. Aber da gibt es leider schon sehr viele Fälle und es ist noch nicht ganz so dramatisch wie in den Vereinigten Staaten, aber in Großbritannien hat sich ja die Regierung entschlossen, jetzt sogar einen Beauftragten für Free Speech einzurichten, um denen entgegenzusetzen. Ne? Das ist also schon wirklich dramatisch und oft ist es so, dass es mit einiger Verzögerung eben bei uns in Deutschland dann auch ankommt. Ne? Aber Sie können ja mal das Experiment machen an der Humboldt-Universität in Berlin oder in einem Stadtbezirk, in einer Stadtbezirksversammlung einfach mal nicht zu gendern, ja, oder nicht den aktuellen Sprachcode zu verfolgen, dann merken Sie schnell, was passiert, ne? Also das sind schon mit Mitteln wirklich der aggressiven Cancel Culture werden versucht, diese Dogmen durchzusetzen, ne? Und viele unterwerfen sich eben leider auch sehr schnell, ne? Es ist nicht flächendeckend und es regt sich auch Widerstand, ja, aber es ist schon eine sehr aggressive Kampagne, die also zum Teil wirklich erinnert tatsächlich an die Zeit der Jakobiner, ne? Also wo man versucht hat, den Kalender umzugestalten, wo Terror eben herrschte, wo man wirklich Terror ausgeübt hat gegen Andersdenkende, ne? Wobei viele, kann ich mir vorstellen, einfach nur versuchen, den Kopf unten zu halten und irgendwie ihre Existenzgrundlage zu behalten, ne? Genau, also das ist ja diese Schweigespirale, die Elisabeth Nölle-Neumann 1981 und schon zuvor in Aufsätzen erforscht hat, auch mit Experimenten. Also es ist eben, man hat eben eine soziale Haut, ne? Und man möchte gerade der Peer Group, das sind also diejenigen, die den gleichen Berufsstand zum Beispiel haben, die man trifft täglich, mit denen man spricht, von denen man abhängt auch, was die Reputation, das berufliche Fortkommen, die berufliche Existenz betrifft. Dort möchte man natürlich nicht negativ auffallen und isoliert werden. Und dadurch diese woken Sprecher eben sehr lautstark, sehr aggressiv sind, mit sehr krassen, aggressiven Zuschreibungen, wie eben rassistisch agieren, führt das zu einem Verstummen eigentlich der Mehrheit, ne? Der Silent Majority, wie er es nennt. Und dadurch eben wird die Gruppe auch stärker gemacht, als sie ist. Aber ich möchte auch nicht nur Pessimist sein, also man muss eben einfach auch sagen, dass man sich erstens weiterhin die Wahrheit ausspricht. Eine wichtige Sache meines Erachtens, sich auf etablierte und fixierte Rechtsgrundsätze beruft, wie eben die Gleichbehandlung, ne? Und die Würde jedes Menschen eben. Und dass man sich zusammenschließt, das halte ich für ganz wichtig. Ne? Da gibt es auch studentische Initiativen und so weiter. Und zusammenschließt und selbst sich auch nicht, das ist auch eine Falle, in eine extremistische Ecke drängen lässt. Das gibt es natürlich auch, diese Überreaktion, ja. Kann man auch sozialpsychologisch natürlich gut erklären. Also, wenn man immer stigmatisiert wird, zum Beispiel als Rassist, dann irgendwann nimmt man diese Rolle tatsächlich dann auch ein, ja. Und das wäre natürlich fatal. Und in diesem Falle darf man sich nicht drängen lassen, sondern muss eben also besonnen weiter agieren. Aber ich finde, man muss es auch klar aussprechen, ne? Also man kann die Sache auch nicht verharmlosen, ne? Es ist wirklich eine Attacke auf eine liberale Gesellschaft und da muss man schon auch das Kind beim Namen nennen und auch diejenigen, die das Schlamassel verursachen, ne? Also wir möchten jetzt mit dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch wirklich Negativpreise verleihen, um auch zu sagen, also sozusagen, man muss die Leute schon auch benennen, die dahinter stecken und die sozusagen hier andere Leute fertig machen, ne? Hat der Negativpreis schon einen Namen? Frauen auch jetzt, also und Feministinnen gerade, die als transfeindlich dann auf einmal markiert werden, ne? Und auch als rassistisch. Also es ist nicht so, dass es nur ein Fakt, also es greift über auch auf andere Gruppen jetzt, ne? Weil Sie Preise angesprochen haben, hat denn der Negativpreis schon einen Namen? Nee, das muss man auch gut überlegen natürlich, ne? Also da kann man es gibt auch verschiedene Vorbilder dafür, ja. Also ne, von Rotten Tomato, Golden Himbeere, man kann eine Zensurschere, könnte man verleihen, eine blecherne
Oder man könnte den Preis auch benennen nach jemand, der besonders übel aufgefallen ist. Also gibt es verschiedene Ideen, ne? Die wir gerade dabei sind, uns durch den Kopf gehen zu lassen. Ne? Jetzt ist die Sache, Sie haben das Canceln schon angesprochen, dass das erstmal das Markieren von Leuten, die da, ich sag mal, den Kopf so ein bisschen rausheben aus der Masse, auffallen irgendwie und dann angegangen werden, versucht werden, die Existenzgrundlage zu entziehen. Weil Sie die Humboldt-Uni angesprochen haben, vor ein paar Folgen war die Frau Vollbrecht hier zu Gast, die ja seit Monaten jetzt schon einen derben Shitstorm an der Backe hat. Sie sprach sogar von mehreren, also eigentlich so eine Abfolge von Shitstorms eigentlich nacheinander. Frage, die sich da für mich stellt, ist, ich habe immer den Eindruck, dass Leute, die wir gerne mal als woke bezeichnen, die sich selber vielleicht aber gar nicht so bezeichnen würden, einen sehr hohen moralischen Anspruch haben. Frage, die mich da beschäftigt, ist, wie kriege ich das eigentlich als Woker im Kopf zusammen, für so eine große Moral zu stehen, also mich sehr anständig auch zu fühlen, auf der anderen Seite aber überhaupt kein Problem zu haben, jemanden wirklich ganz, ganz ins tiefste Persönliche rein zu attackieren und im Prinzip die Lebensgrundlage nehmen zu wollen. Gut, ich meine, das steht ja in der unguten Tradition des Totalitarismus. Jeder, auch Massenschlechter, hat im Endeffekt eine hohe Moral auf seiner Seite, sonst kann er das nicht rechtfertigen für sich. Ne? Also je höher das Ziel vermeintlich ist, für das man streitet, ne, desto mehr ist die Selbstermächtigung auch, ne, das zu Lasten Dritter zu machen. Ne? Also, ne, also auch, ja, ne, auch Stalin wollte eine bessere Gesellschaft herbeiführen. Ne? Hitler dachte, er agiert im Sinne des deutschen Volkes und rettet das irgendwie, ja. Und also ne, Befreiungsbewegungen kämpfen für ein hehres Ziel. Und je stärker das aufgeladen ist und der Gegner oder Feind dann eben ins Unrecht gesetzt wird, umso höher ist die Legitimation und auch die moralische Sicherheit und Ruhe offensichtlich. Also natürlich, ich kann mir das auch nicht ganz erklären, ja, also wie man, wo das so offenkundig wird, aber man ist eben im Dienst der Sache und denkt, man ist auf der Seite der Opfer und da haben die Täter dann zu leiden. Dass es in dem Fall jetzt eine junge weibliche auch noch Doktorandin trifft, die eigentlich ja ziemlich schutzlos ist, ne, und eigentlich vulnerabel, wie das immer heißt, selbst ist, ne, und die zusätzlich ja überhaupt nichts verbrochen hat, außer diese nicht sehr originelle Einsicht zu vertreten, dass es Männer und Frauen gibt, also die jetzt zu stilisieren zum Inbegriff des Bösen ist schon tatsächlich sehr, also da stößt man schon an die Grenzen, ne, dessen, weil die ja noch nicht mal eine Machtposition hat, ja. Also wenn man es jetzt, wie früher bei den 68ern, ging es ja wenigstens noch gegen den Kapitalisten, kann man auch diskutieren und so, ne, aber da hatte man noch so ein paar Symbole, ja, selbst bei der RAF, die hat zwar auch schon darüber hinweggesehen, dass ja auch immer Leibwächter, also Polizeiangehörige aus dem einfachen Dienst mit erledigt wurden. Aber das Target war dann immer noch Beckurt Siemens Manager. Ne? Also zumindest konnte man dann sagen, also hier ist ein Exponent, ein wichtiger Industriemanager, der die Strippen zieht. Ne? Also ich will das damit überhaupt verharmlosen. Ja? Auch da wurde natürlich die Würde des Betreffenden eben negiert, ne, das Menschsein negiert, das ist ganz klar, aber sozusagen die Logik ist insofern, hat man versucht noch tatsächlich oder vermeintlich Mächtige rauszusuchen, ne? Dass sich das hier jetzt auf jemand, der eher am Anfang der Karriere steht, also oder offenkundig noch überhaupt keine Machtposition inne hat, ne, richtet, das ist schon also wirklich also das ist, glaube ich, eine Qualität, die wir noch nicht so kannten. Ne? Dass hier so, es ist so ein Beispiel, ne? Bestrafe einen, erziehe Hunderten. Ne? Also welche Doktorandin wird jetzt noch einmal wagen, in Berlin, sagen wir mal, ne? So eine These zu vertreten, die eben diesen Woken nicht passt, ja, oder diese für nicht akzeptabel erklären. Das ist natürlich ein Abschreckungsbeispiel, ne? Aber das ist natürlich schon ein zynisches Kalkül, ne? Also wenn man jetzt mal philosophisch Kant, ne, der Mensch sollte niemals Mittel sein, sondern immer zugleich auch als Zweck gedacht werden kann. Aber Kant war ja auch weißer Rassist, ne? Also insofern, es ist schon dann, dass die Maßstäbe, die wir eigentlich etabliert haben, mit der Aufklärung, mit der Moderne, ne, die werden also rückabgewickelt, ne? Und ja, das muss man schon, denke ich, klar so sehen. Und diese Kampagne gegen Frau Vollbrecht hatte ja wirklich oder hat auch noch Züge, die eben noch über die versuchte berufliche Vernichtung, also dass man ihren Doktorvater anschreibt ständig und sagt, er soll irgendwie die Betreuung abbrechen oder sie soll von der Uni entfernt werden,
Die soll ja wirklich sozial und persönlich, also ja, man muss das sagen, vernichtet werden, ne? Also im der vermeintlich gute Zweck heiligt dann also alle Mittel. Genau, also manchmal wird das auch so gesagt sogar, ne? Also da, ein paar fallen halt durch den Rost, ne? Oder so. Aber man hat ja das hohe moralische Ziel, ne? Und das alles richtet. Und diesen Mechanismus sollte man eigentlich gerade nach dem 20. Jahrhundert und den Erfahrungen, die man mit dieser Logik gemacht hat, also vor allem, wenn man auch noch aus dem akademischen Bereich kommt, ne, mal reflektieren, ja. Also da bin ich auch intellektuell halt frappiert, dass werde ich ein bisschen, weil wozu, ich meine, ne, also mit diesen Lehren aus der Geschichte ist immer so eine Sache, aber sozusagen diesen Mechanismus, den sollte man schon mal reflektieren, ne? Kommen wir vielleicht mal von den, in Anführungszeichen, den Opfern der Woken, mal zu den Opfern, die die Woken zumindest vorgeblich vertreten. Ich stelle mir das jetzt sehr merkwürdig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel schwarz bin oder homosexuell oder ich komme aus sehr armen Verhältnissen und ich habe dann jemand vor mir, der ist vielleicht weiß und hetero und kommt aus einem finanziell ordentlich ausgestatteten Haushalt und sagt jetzt, du, kein Problem, ich spreche jetzt für dich, du arme, gebeutelte Seele. Gibt es denn da keinerlei Kritik? Weil ich glaube, ich käme da ziemlich veräppelt vor, ehrlich gesagt. Also man findet sehr viel Kritik, sozusagen von Einzelpersonen, ne? Wenn sie auch auf Twitter oder so mal schauen, ne? Also sehr viele gibt es zum Beispiel, also Sie haben jetzt mehrere Beispiele angesprochen, aber zum Beispiel gibt es Homosexuelle, die wollen nicht in diese LGBTQ-Rolle eingeordnet werden, die wollen einfach gleichberechtigt sein und natürlich auch nicht, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, ne? Der möchte nicht ständig als Schwul adressiert werden, ne? Weil der ist ja ein Historikerkollege zum Beispiel jetzt, ne? Also, ne, irgendwie umgekehrt, das würde ich auch nicht gerne wollen, ne? Wenn ich jetzt ständig irgendwie sagt nach meinen sexuellen Orientierung oder Vorlieben gefragt werde, ne? Genauso, also es gibt ja dieses herrliche Beispiel des Wirts des Lokals Mohrenkopf aus Schleswig-Holstein, also eben schwarzer Gaststättenbetreiber, der dann von weißen Gästen angesprochen wurde, er soll mal seinen Chef holen. Also besonders, also ne, auch da wieder, Schwarzer kann natürlich nicht der Chef sein, weil sie wollen sich beschweren, dass das Restaurant Mohrenkopf heißt, ne? Und der dann eben sagte, ich bin der Inhaber erstens und zweitens, ich will, dass das Restaurant so heißt, weil für mich ist das sozusagen eine ironische Auszeichnung, ne? Und das gibt es also schon oft. Was es wohl noch nicht so gibt, soweit ich das jetzt sehe hierzulande, ist, dass sich die Leute so richtig zusammenschließen, ne? Warum aber auch? Weil die Leute haben ja nicht so eine Gruppenfixierung, ne? Also der eine ist eben Restaurantwirt, ne? Der andere ist Politiker und die wollen ja nicht gerade so sich in dieser Rolle sehen als Opfer, ne? Also das denke ich. Außerdem sind das meistens Leute auch, die was leisten und die in Arbeit viel zu tun haben und die wollen sich nicht den ganzen Tag mit ihrer Befindlichkeit oder mit diesem Wokismus beschäftigen. Das ist mein Eindruck, ne? Sondern die wollen ja gerade als Individuum was leisten und was bringen, ne? Und aber es gibt schon viele, die sich davon distanzieren, aber im Endeffekt heißt es dann ja, da gibt es ja auch Begriffe für, das sind eben die Verräter, ne? Das sind die, also früher hätte man gesagt, falsches Klassenbewusstsein. Das waren ja früher bei den 68ern die Arbeiter, die nichts wissen wollten von Befreiung, die wollten Lohnerhöhung, soziale Verbesserungen und so weiter, ne? 8-Stunden-Tag. Und als die Frankfurter Revoluzer dann zu Opel kamen, haben die denen auf Deutsch gesagt aufs Maul gehauen, ja. Weil die wollten ja nicht verwöhnte Studentensöhne, die ihnen sagen, wie sie denken sollen, ne? Im Prinzip müsste das so mal laufen, ja. Also das ist oft, aber habe ich den Eindruck auch, ne? Es haben übrigens auch Millionen Schwarze noch also mehr als bei der letzten Wahl in den USA Trump gewählt, ne? Das sieht man auch nicht so und das ist sicherlich auch eine Reaktion, ne? Sind oft nicht so organisierte Gruppen, aber die Woken würden eben sagen, wie gesagt, die haben falsches Bewusstsein und die müssen wir auch erziehen, damit sie ihre Diskriminierung erkennen. Ne? Was natürlich auch wieder paternalistisch hochzählt ist. Ne? Anstatt dass wir mal die Leute selbst machen lassen und selbst entscheiden lassen. Ne? Und vieles, es ist halt auch eine Kriminalisierung der alltäglichen Kommunikation. Ja? Also, es gibt ja auch zum Beispiel Dinge, die laufen mal falsch, ne? Oder die fasst einer als Beleidigung auf, aber das kann man natürlich auch ansprechen, dann entschuldigt sich auch einer, ja, wie das halt immer so ist, ne? Ich fahre sehr viel Taxi, ne? Also ich habe bis jetzt immer den Eindruck gehabt, wenn ich jemand anspreche, einen Taxifahrer aufs
Frage nach seiner, wo kommen Sie her, ja? Das ist ja das Schlimmste, was man heute machen kann, anscheinend aus Woker-Sicht. Ich habe immer Dankbarkeit geerntet. Ne? Dann sagt mir, erzählt mir ein Perser von seiner Heimat. Ich weiß ein bisschen was dazu als Historiker. Wir tauschen uns wunderbar auf. Es ist eine menschliche Anknüpfung. Wir gestalten die Zeit kurzweilig und ich habe vor allem zeige ich Interesse ja an ihm auch, ne? An dem Taxifahrer zum Beispiel. Und ich habe noch nie erlebt, dass da einer gesagt hat, das ist unverschämt, ne? Also klar, gibt es da jetzt Situationen, also wie in den 70er Jahren wird man nicht mehr reden, ne? Dann die Leute Ausländer duzen und ne, wo kommst du her oder so? Ja, natürlich. Da lernt man aber auch mit. Also das ist ja auch ein gesellschaftlicher Prozess und ich glaube, das kommt auch heute kaum mehr vor, ja. Und wenn es mal vorkäme, dann würde der Perser dann auch noch sagen, reden Sie mal normal mit mir, ja. Also dann braucht man auch keinen, glaube ich, unbedingt einen Antidiskriminierungsbeauftragten. Aber diese unbefangene, auch Neugierde auf Fremdheit, auf Alterität, wie man das nennt in der Wissenschaft, ne, das wird irgendwie ständig verunmöglicht, ja. Und dann kommt es auch mit der kulturellen Aneignung dazu. Das ist auch lächerlich, weil die ganze Kultur der Menschheitsgeschichte beruht ja auf kulturellen Austausch und damit auch auf gegenseitige Aneignung. Ne? Also wir sind da gesellschaftlich, denke ich, deutlich weiter, als so mancher Woker es meint zu glauben. Was mich persönlich, glaube ich, tierisch aufregen würde, wäre, wenn ich komplett entindividualisiert wäre. Wenn gar nicht mehr geschaut wird, wer bin ich eigentlich, was habe ich geleistet, was bin ich so für eine Type, ne? Sondern wenn nur noch geschaut wird, welche Hautfarbe habe ich, bin ich schwul, bi, was auch immer. Bin ich behindert, bin ich nicht behindert, wenn ich plötzlich auf solche Merkmale komplett reduziert wäre, anstatt dass meine Persönlichkeit als Ganze sich angeschaut wird. Ich glaube, das würde mich tierisch wild machen. Anknüpfend daran die Frage, wie wichtig ist Woken eigentlich das Individuum oder geht es da mehr die ganze Zeit nur um Gruppendenke? Also weder das Individuum spielt eigentlich eine Rolle, als auch Dinge wie zum Beispiel in der Wissenschaft oder auch im Journalismus wie Wahrheit oder Richtigkeit, ne? Das ist ja auch eine Diskussion. Also es zählen die Gruppenidentitäten, die Identitätspolitik zielt eben auf das Kollektive, ne? Nicht auf den Einzelnen. Und dementsprechend ist es natürlich auch eine kollektive Subjektivierung von Argumentation oder Austausch, ne? Also wenn gar nicht mehr gefragt wird, gibt es Argumente dafür? Es zählt immer die kollektive, subjektive Betroffenheit, ne? Und dann ist natürlich auch jedes Gespräch, jeder rationale Austausch ist damit eigentlich zu Ende, ne? Weil betroffen kann man deklarieren, aber nicht argumentieren mehr, ne? Man kann dann eigentlich nichts mehr dagegen sagen, ne? Und wenn mal eben gesagt wird, Mathematik ist irgendwie rassistisch, ne? Weil wir das so fühlen, was soll man dagegen sagen, ne? Da kann man nur sagen, es ist Blödsinn, aber ist die Ebene des versachlichten Austauschs fehlt dann eigentlich, ne? Und tatsächlich auch der Einzelne, ne? Und seine Wünsche, ne? Weil man eben automatisch zuordnet, die Gesellschaft wirklich spaltet, ne? Entlang von äußeren Merkmalen auch noch, ne? Also, und das ist, also, da ist das Wort voraufklärerisch, ist, glaube ich, noch schönfärberisch irgendwie, ne? Da, wo man sehr stark natürlich mit Ständen und so weiter nach Ständen gegliedert hat, aber sozusagen, also hier diese krasse Einteilung ist schon sehr merkwürdig. Wir wurden auch beim Netzwerk jetzt neulich mal gefragt von einer offensichtlichen woken Wissenschaftlerin, die wollte wissen, wie viele Frauen, Männer und weitere Minderheiten wir haben. Wir haben gesagt, wir wissen das einfach nicht, ja. Wir wollen das auch gar nicht wissen, ne? Also wir haben ganz andere Kriterien, also nämlich zum Beispiel, ob der sich mit unseren Zielen ein Mitglied identifiziert. Das ist ein Kriterium. Wir haben ein formales Kriterium, dass jemand promoviert sein sollte, ja, weil das die wissenschaftliche Tätigkeit widerspiegelt und so weiter, ja. Aber diese anderen Merkmale, die wissen wir gar nicht. Und trotzdem haben wir übrigens, das war wirklich Zufall, eine Vorsitzende als erste Vorsitzende und die Stellvertreterin ist auch eine Vorsitzende, weiblich, ja. Das hat sich aber wirklich ergeben. Es ist uns dann aufgefallen, haben gesagt, schau mal an, ne. Aber wir haben überhaupt keinerlei Quoten oder so ergeben, ne. Sondern das waren zwei Kolleginnen, die wir gewählt haben, weil wir sie für geeignet empfunden haben, ne? Und für das Amt, und es kann auch mal anders laufen, es kann dann mal sein, dass das nur Männer sind, ne? Das ist uns genauso willkommen, aber ich denke, deswegen meine ich ja, ne? Also wir haben das eigentlich, tatsächlich gab mal eine Zeit, wo man gesagt hat, Frauen und Wissenschaft schwierig und so, aber ich meine, wie lange ist das denn her? Also das war bei Husserl war das so, ne? Der hat Edith Stein Anfang des 20. Jahrhunderts nicht zugetraut, sich zu habilitieren und Professorin zu werden, ne? Und das kann man, also kann man beklagen, oder
Aber ich meine, das braucht man nicht nachspielen jetzt irgendwie, ne? Weil Sie das Wort Gesellschaft schon mal angesprochen haben. Was ich ganz interessant finde im Hinblick auf die Gesellschaft, wenn wir uns mal ganz kurz die Duden-Definition von Wokeness anschauen, da wird von einer hohen, gelegentlich engstirnigen oder mit militantem Aktivismus verbundenen Sensibilität für verschiedene Diskriminierungsarten gesprochen. Frage ist, wie verträgt sich diese Engstirnigkeit, dieser militante Aktivismus mit einer freiheitlichen Gesellschaft? Genau, das ist ja schon ein Oxymoron, ne? Also sozusagen Militanz und Sensibilität soll sozusagen zusammengedacht werden, was ja schon merkwürdig ist, weil das ja eigentlich schwer zusammengehen kann, ne? Und gelegentlich würde ich ja eben auch in Frage stellen, ich würde sagen, das ist dem eingeschrieben, ne? Dem woken Denken, der woken auch, also Adorno hat ja mal über die autoritäre Persönlichkeit geschrieben und deren Merkmale. Und die Woke-Persönlichkeit hat eben, wenn sie sich sozusagen in dieses Denkschema begibt, ne, auch diesen eben immer militant autoritären Zug, ne? Und das Grundgesetz geht ja eben von der Gleichheit der Menschen aus. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen gleichberechtigt, ne, Artikel 3, und sozusagen vom Diskriminierungsverbot. Und von der die Würde des Menschen, von dem einzelnen Menschen, jedes Menschen eben als schützenswerten Gutes aus. Ne? Und wichtig auch, also aus meiner Sicht natürlich besonders, Artikel 5, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, also von der Freiheit auch. Ne? Und zur Freiheit, die findet eben ihre Grenzen nur im Endeffekt nur im Strafrecht, ja. Also sozusagen, und ansonsten, also Beamte müssen eben treu Loyalität zur Verfassung auch haben, aber die ja genau das auch wieder beinhaltet. Ne? Also insofern ist sozusagen dieses Groupthink und gruppenbezogene Denken und Cancel Culture, das ist alles nicht vereinbar mit einer liberalen Gesellschaft und nicht mit dem Grundgesetz auch letztlich. Ne? Also nicht mit dem, was dort angelegt ist an Bürgerrechten, an Menschenrechten, an Schutz des Individuums und an einem personalen Menschenbild eben auch, ne, was das Grundgesetz eben ganz stark geprägt hat auch, ne, also das christlich-personalistische Denken, ne, hat natürlich zur Ausformung des Grundgesetzes geführt, und da waren wir uns doch eigentlich, dachte ich, immer auch relativ einig dann, ja, und das wird aber jetzt anscheinend in Frage gestellt, ne, und das müsste mal aus meiner Sicht auch politisch lagerübergreifend Leute aufrütteln, ja. Weil es geht hier wirklich um eine fundamentale Entscheidung. Es geht nicht um eine parteipolitische irgendwie Debatte oder so, sondern es trifft einen Kern unserer Gesellschaft. Ne? Und deswegen, bei uns im Netzwerk sind auch übrigens Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlicher Observanz, also auch politisch. Ne? Und deswegen wollen wir auch nicht weiter politisch tätig sein, außer in dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit. Und ich finde, jeder, dem irgendwie die liberale Gesellschaft und der Rechtsstaat, Demokratie am Herzen liegt, müsste da eigentlich übereinkommen, ja, also dagegen vorzugehen, ne? Wie machen sich denn konkret? Machen wir mal ein paar konkrete Beispiele. Wenn wir mal heutzutage auf Schule gucken, auf Hochschule gucken, aufs Berufsleben gucken, wie machen sich da die Wokeness bemerkbar? Also eins ist erstmal eine ganz ernste Sache ist, dass verschiedene Themen wirklich tabuisiert sind. Am meisten sieht man das in der Migrationspolitik. Ich hatte das, oder Migrationsforschung auch. Ich habe dieses Beispiel vorhin angesprochen. Also alle sozusagen Schattenseiten der Migration können überhaupt nicht mehr erforscht werden, weil man sich damit ins Abseits stellt. Ne? Also sozusagen angefangen eben von Kriminalität über Nicht-Integration, über problematische islamistische Einstellungen und so weiter, ne? Über Männlichkeitskulturen, die importiert werden, Antisemitismus. Das alles wird in den verschiedenen und zahlreichen Migrationsräten, Instituten und so weiter weitgehend oder sehr weitgehend ausgeblendet. Und das ist natürlich, hat natürlich eine ganz bedenkliche Schieflage, ja. Also die man wirklich also hautnah miterleben kann. Also bestimmte Themen können und dürfen irgendwie nicht thematisiert werden. Ne? Und die es machen, die werden dann eben schnell angegangen, attackiert, ne? Und ausgegrenzt. Ja? Also das ist, finde ich, ein ganz eklatanter Punkt. Ne? Und der zweite große Komplex, wo man es auch sieht, ist,
alles, was mit diesem Thema Transidentität zu tun hat, wo sozusagen Forschung etwa, die in der Biologie stattfindet und so weiter, also verunmöglicht wird, weil sie eben als Biologismus denunziert wird und alle komplexeren Fragestellungen damit auch abgeschnitten werden. Das führt dazu, dass eben die Wissenschaftler, die in der Biologie zum Beispiel arbeiten, sich andere Themen widmen, ne? Sich andere Themen raussuchen und diese sensiblen Themen eben vermeiden. Ne? Und das Dritte sind eben auch diese Sprachregelungen, die mit dem Begriff Gender, also Gendern, bezeichnet sind. Wir haben ja eine allgemeine deutsche Rechtschreibung, die auch amtlich fixiert ist, kann man im Netz nachlesen. Wir haben einen Rat für Rechtschreibung. Beide Institutionen, Ressourcen sehen, dass Gendern im Sinne von Sternchen oder Unterstrich Doppelpunktschreibung nicht vor. Und wenn man sich korrekt daran hält, ne, verletzt man verschiedene implizite oder explizite Richtlinien der Universitäten. Ne? Und obwohl viele Sprachwissenschaftler immer wieder auf die Unterscheidung zwischen Sex und Gender hingewiesen haben, dadurch, dass es sozusagen Leute markiert werden, dadurch, wenn man diese Gendersprache nutzt, dass es nicht konsequent ist, dass nicht Muttersprachler sie kaum beherrschen können, ne? Und so weiter und so fort. Aber das ist schon ein sehr starkes Diktat, ne? Was man in Universitäten findet. Ne? Und wo sich auch viele eben vorausschauend und gegen ihr eigenes Wissen, ihre eigene intellektuelle Überzeugung anpassen. Ne? Das waren jetzt die Hochschulen, aber sind denen auch Beispiele bekannt, so aus Schule, ich sag mal Grundschule, Mittelstufe, was auch immer, oder Berufsleben? Die Audianer zum Beispiel hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Ich habe zwei Kinder im Grundschulalter, beziehungsweise eine ist jetzt dem gerade entwachsen. Das ist jetzt vielleicht eher auf den ersten Blick kurios, aber es zeigt schon auch eine Durchdringung mit einem überpädagogischen Anspruch. Also in Textaufgaben, Mathematik Bayern, ja, oder Erzählungen im Deutschbuch, ist es immer so, dass die deutschen Namen verbunden werden mit Verbrechern oder Bösen, Dieben, und die ausländisch klingenden Namen immer die Guten darstellen, wie im Tatort. Ne? Müssen wir auch mal drauf achten. Tatort sind die Bösen, im Endeffekt ist immer irgendein Bio-Deutscher, wie man heute sagt, ne? Was ja weder der Kriminalitätsstatistik irgendwie entspricht, noch der Alltagserfahrung. Ne? Kann ich jeden einladen, mal in meiner Heimatstadt Frankfurt im Bahnhofsviertel flanieren zu gehen? Also, ne, das sind andere Fälle. Und das ist ja doch auch so ein Grad, der zeigt, also irgendwie diese Ideologie durchdringt eben wirklich alles. Ja? Also jede Fernsehsendung, jedes Schulbuch. Und man sieht es ja auch, dass Bücher, die älter sind, Fernsehsendungen mit Triggerwarnungen versehen werden. Ne? Achtung, jetzt kommt eben ein Film aus den 80er Jahren, ne? Und da werden eben Minderheiten anders dargestellt als heute. Und da warnen wir sie vor. Oder indem eben Bücher auch makuliert werden oder umgeschrieben werden. Ne? Auch Klassiker. Ne? Also das ist schon eine Bewegung, die umfassend eindringt in das Kapillarsystem der Gesellschaft, in jede Blutbahn sozusagen, ne? Und überall sozusagen diesen Anspruch, was ja ein Herrschaftsanspruch auch ist, umsetzen will. Ne? Und also man kann es wirklich überall beobachten. Ne? Was macht die Wokeness eigentlich so attraktiv für Menschen an den Hochschulen, in den Medien oder Politiker? Sehr gute Frage. Also man stellt sich auch, es ist ja auch so anstrengend. Also ich finde es anstrengend, weil man, wie gesagt, dieses unbefangene Kommunikation und Austausch und so weiter wird ja dadurch erschwert. Aber erstmal ist es eine Ressourcenfrage. Ne? Man erhält eben unheimlich viele Ressourcen, wenn man sich selbst als Opfer verkaufen kann oder als Anwalt Opfer, dann eigentlich noch mehr. Ja? Eine Machtfrage damit natürlich auch verbunden. Ne? Man hat Ressourcen, Geld, Macht kriegt man zugeschrieben, man kann eine hohe Moral, ein gutes Gefühl in Anspruch für sich nehmen und erfährt sehr viel Bestätigung eben auch, ne? Was auch ein gutes Gefühl verschafft, ne? Während umgekehrt man eben oft einiges aushalten muss, ne? Also ich würde es auf der psychologischen Ebene sehen, den Anreiz, und auf der materiellen, schlicht materiellen Ebene auch, ne? Und das kommt eben dann auch noch zusammen, ne?
Kommen wir mal auf die materielle Ebene zu sprechen. Es gibt dieses geflügelte Wort Get Woke, Go Broke, was immer dann jemand hämisch vorbringt, wenn gerade wieder mal eine Firma eine Werbekampagne zum Beispiel gestartet hat, die besonders progressiv oder besonders woke sein möchte und damit irgendwie auf die Nase fällt, mehr oder weniger. Die Frage ist, ist diese Wokeness überhaupt ein finanzieller Hit oder ist das eher ein Flop? Warum stürzen sich Firmen da überhaupt drauf? Also die Firmen haben unheimliche Angst vor diesen Shitstorms. Ne? Also dass sie irgendeine Werbung schalten, die eben von der Woken-Bewegung attackiert wird und sie damit sozusagen in den sozialen Medien ein Image angehängt bekommen, was sie dann nicht mehr loswerden. Deswegen ist da vieles vorauseilender Gehorsam. Und man muss natürlich auch sehen, dass Werbekampagnen und Ähnliches und Compliance-Richtlinien dann oft von Agenturen gemacht werden, beauftragt werden, Agenturen damit, die selbst eben sozusagen von aus woken Leuten dann wieder gespeist werden, ne? Weil die aus der Blase kommen, ne? Und die das dann auch Unternehmen oft einreden. Man müsste es mal untersuchen, aber auch das wird leider im Moment nicht gemacht, ob das jetzt nicht zunehmend eben kontraintentionale Effekte hat, ne? Dass eben den Leuten, den Käufern eben das auch schon so auf den Geist geht, dass sie sozusagen die Unternehmen dann vielleicht eher abstrafen. Ne? Das ist eine offene Frage, das müsste wirklich mal untersucht werden. Ich glaube, das scheut jemand. Ich meine, so ein Unternehmensverantwortliche, der muss eben intern kommunizieren und der muss eben vor allem schauen, dass er nicht selbst Ziel der Woken-Bewegung wird. Ne? Und das ist, glaube ich, durch die sozialen Medien eben schnell der Fall. Und da geht man auch lieber den Weg des geringsten Widerstandes, ne? Bevor man sich eben irgendwie als rassistisch oder ähnlich brandmarken lassen will. Ne? Wobei auch, also wie gesagt, dieser Rassismusbegriff wird so ubiquitär verwendet, dass man natürlich auch fragen kann, hat er überhaupt noch seine Kraft, wenn praktisch jeder damit belegt werden kann. Ne? Und er ist ja eigentlich auch sinnentleert, ne? Und irgendwann nicht mehr zugreift. Ich denke, das wird wahrscheinlich irgendwann eine Abnutzungserscheinung auch kommen. Ne? Vermutlich, ja. Die Frage zum Schluss, Herr Professor Höres. Wird Wokeness uns erhalten bleiben oder werden wir irgendwann zurückblicken und sagen, das war mal ein Zeitgeistphänomen, ist aber jetzt vorbei? Ja, also letzteres mit Sicherheit. Die Frage stellt sich nur, wann das so sein wird. Ne? Also all diese Ideologien sind ja zerbrochen. Ne? Und man hätte sich jetzt in den Anfang der 80er Jahre jetzt auch nicht träumen lassen, dass der ganze Kommunismus zusammenbricht und mit ihm der Ostblock, ja, hat auch keiner vorher gesagt. Das wird sein Ende finden, aber wie gesagt, im Moment sieht es aktuell leider so aus, dass die Spirale sich noch weiter dreht, ne? Und sozusagen der Zenit noch nicht erreicht ist, schon gar nicht hierzulande. Dass irgendwann das zusammenbrechen wird, ist aus vielen Gründen evident. Es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist wahnsinnig zerstörerisch. Ne? Es ist spaltet, es hetzt die Leute gegeneinander auf. Und vor allem die vermeintlichen Minderheiten- und Opfergruppen, ne? Da denke ich, das wird noch stärker kommen, dass die sich das nicht mehr gefallen lassen, ne? Sozusagen so vereinnahmt zu werden. Ich fürchte, es wird noch ein bisschen dauern. Ne? Aber als Historiker weiß man, dass die Zukunft doppelt offen ist. Erstmal kommt sie nicht so wie die Vergangenheit und dann kommt sie auch anders, als wir sie uns vorstellen. Ja? Und deswegen setze ich darauf sozusagen, dass das vielleicht noch ein bisschen früher geht. Ich würde halt immer appellieren an alle, ne? Man muss die Wahrheit aussprechen und man muss das Phänomen benennen und die Leute auch benennen. Ne? Also Feigheit zahlt sich eben dann langfristig nicht aus. Ja? Und so viel gehört dann auch noch nicht dazu, sich zu Wort zu melden. Ne? Wunderbar. Es bleibt also spannend, Herr Professor Höres. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war's auch schon. Gerne. So, und jetzt seid ihr dran. Wie hat euch die Folge gefallen und welche Gäste oder Themen würdet ihr gerne mal in einer künftigen Episode sehen? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Bei der Gelegenheit der kleine Hinweis, es gibt auch noch andere Episoden mit interessanten Themen und Gästen. Schaut da gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.